Voll auf meine... Tee ist auch 10-mal gesünder als Kaffee. Kaffee. Oh, wer trinkt schon freiwillig Kaffee? Ich hasse Kaffee! Bleibt ja unter uns, wa? Wobei... Das ist halt richtig hässlich. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und zwar ist das eine Art Premiere. Ich kann schon fast sagen, herzlich willkommen zu Strategiesterzig. Ich will's ausprobieren. Ich bin ja, falls ihr mich noch nicht genug kennt oder falls ihr es einfach generell nicht mitbekommen habt, ich bin ein riesen Strategiespiel-Fan. Das soll eine Serie sein, wo ich halt Strategiespiele zocke und einfach gucke, wie es aussieht und wie es sich so spielt. Das Ganze wird in einer halb gecutteten Form halt vorkommen, so wie zum Beispiel jetzt dieses Video. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das bei euch ankommt, ob ihr das feiert oder nicht. Zudem muss ich aber auch noch sagen, es ist jetzt der 8.10. und wir haben am Wochenende einen richtig, richtig krassen Dreh und es passt bei mir auch einfach gerade zeitlich nicht mehr, so ein krass aufwendig editiertes Gameplay-Video zu machen. Deshalb gucke ich mal, wie weit ich hier mit Iron Harvest komme. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe schon eine Runde gespielt oder zwei zusammen mit Max. Wir haben bei ihm was aufgenommen. Wie das lief, werdet ihr auf seinem Uncut-Kanal sehen. Wir jumpen jetzt einfach mal ins Spiel, würde ich behaupten. So, wir werden uns heute einfach nur ein Gefecht reinziehen. So ein 1 gegen 1. Ich glaube, wir nehmen mal dieses Ölfeld. Ich bin irgendwie gespannt, was das für eine Map ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel schon ein bisschen kennt. Es spielt im Jahr 1920 und in so einer alternativen Realität, wo halt so richtig fette Roboter, wie jetzt hier zum Beispiel im Hintergrund steht, wo die halt zur Tagesordnung gehören oder zum Standard-Equipment einer Armee. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, irgendwie ist was anders. Das Raumzeitkontinuum wird zerbrechen! Die Zukunft! Ja, ich würde sagen, wir zocken jetzt gegen eine irrsinnige KI, Rosviet. Ich bin sehr gespannt, wie das so läuft. Im besten Falle zerstöre ich die natürlich. Ich habe die Siegpunkte komplett deaktiviert. Das finde ich nämlich echt, muss ich sagen, langweilig, wenn man dann irgendwann gewinnt, weil man halt diese Punkte hier auf der Karte halt einnimmt. Das muss nicht sein, habe ich recht. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich werde es wirklich nicht viel cutten. Ich will einfach mal schauen, wie es ankommt. Aber ich bin mit voller Action dabei. Okay, ich würde jetzt mal behaupten, wir gucken, es gibt halt drei Völker im Prinzip. Die Gegner sind, ich weiß gar nicht, was die sind. Ich glaube, Russen? Ich bin mir echt nicht sicher gerade. Also, nee, vielleicht ist auch random. Ich würde jetzt einfach mal Polen nehmen. Wobei, Brunhilde... Als zweite Reserve. Also es ist im Prinzip so aufgebaut, jedes Volk hat halt so bestimmte Truppentypen und Helden auch anscheinend. Ich kenne mich da auch noch nicht allzu sehr aus, aber ich würde jetzt einfach mal Polen nehmen. Klick! So, und jetzt haben wir hier Einheiten, die wir hier auswählen können. Wir haben hier Pioniere, normale Schützen. Ich persönlich würde aber mal diese Grenadiere nehmen. Ich glaube, die könnten ganz insane sein. Und hier haben wir PZM 9 Stratznik. Ein mobiler Mech, der gut geeignet ist, um Infanterie zu unterdrücken und zu töten. Oh, sheesh. Also das Ding wird ja sein auf der Map, falls ihr es nicht gesehen habt. Also beziehungsweise das Problem wird am Anfang halt sein, dass halt viele Bodentruppen kommen. Und ich glaube, gerade dann könnte das halt sehr, sehr effektiv sein. Ich würde jetzt aber noch, glaube ich, die Panzerbrecherkanoniere mitnehmen, damit ich hier gegen Max geschützt bin. Gut, ich würde jetzt auf Bestätigen gehen und dann geht's auch schon los. Wir sehen hier rechts irrsinnige KI. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie hart ich jetzt tryharden muss, um das Spiel zu rocken. Wie Rocky! Kommandostand wird errichtet, bitte warten. Okay, so. Ich wollte gerade einen Satz anfangen, aber ich lasse es lieber. Gut, ich würde euch jetzt einmal ganz kurz zu Beginn das Spiel ein wenig erklären, damit ihr auch beim Zuschauen einigermaßen klarkommt. Unten links seht ihr die Karte. Ich bin unten in der Mitte und der Gegner ist halt oben. Das Ziel des Spiels ist es jetzt halt, den Gegner komplett zu vernichten. Und das tut man, indem man halt am Anfang zumindest diese schönen Rohstoffe sammelt. Es gibt oben, wie ihr hier seht, gibt es Eisen und Öl und die Anzahl von Truppen, die man haben kann. Und ja, daraus kann man halt die Einheiten schaffen und da kannst du halt diese verschiedenen
pumpen und das Öl einnehmen. Und je nachdem, was du halt alles hast, kriegst du da halt mehr Rohstoffe. Und die kannst du auch einmal upgraden. So, das wär's eigentlich. Oh, der Gegner nimmt auch schon was ein. Das ist sehr, sehr interesting. Ich würde jetzt einmal weitere Pioniere machen. So. Ja, ich schicke schon meine Leute nach vorne. Ja, basically, das ist eigentlich alles. Es gibt hier diese Arten von Rohstoffen, aus denen man halt dann die Einheiten bauen muss. Ihr seht hier zum Beispiel, die Einheiten kosten halt Eisen und verschiedene Roboter oder Mechs, wie man so schön sagt, die kosten dann halt auch Öl, damit die laufen. So, ich würde jetzt hier mal verschanzen, weil es ist ein ziemlich zentraler Punkt und das sind meine Schützen hier. Und dann schauen wir einfach mal, wie die... Achso, nee, ich muss da raufklicken, kacke. Okay, jetzt sollten hier unten gleich meine Pioniere rauskommen. Das Geile bei den Pionieren, die ich gerade rekrutiert habe, hier unten bei meinem Hauptquartier, ist, dass die Häuser bauen können. Und ich brauche jetzt hier zum Beispiel eine Kaserne, denn da kann ich halt mehr Einheiten ausbilden. Würde ich jetzt einfach mal bauen. So, zack, du gehst hier hin und ich würde jetzt auch am Anfang direkt Öl upgraden. Denn ich habe nur bis jetzt einmal Öl und dreimal Eisen. Und das Verhältnis ist halt scheiße. Deshalb würde ich jetzt direkt im Anschluss auf das Upgrade gehen. Zack. Diese Pumpe kann noch mehr leisten. Gebäude fertiggestellt. So, das wird geupgradet. Ehre. Okay, meine Kaserne ist fertig. Geil. So, jetzt seht ihr hier die verschiedenen Einheiten, die ich herstellen kann. Ich habe gerade nicht genug Rohstoffe dafür, aber ja. Ich kann das Ding auch einmal upgraden. Dann habe ich unten so Feldkanonen, schweres Maschinengewehr. Also was Cooles. Und ich würde jetzt hier die Ölpumpe einmal versuchen zu genehmigen. Ja, ich glaube, ich genehmige mir jetzt hier einfach mal die Ölpumpe. Ich hoffe, dass der Feind da jetzt nicht schon ist. Okay, und dann würde ich auch direkt gleich hier Schützen mal rekrutieren und schon mal gucken, dass ich irgendwie was angreifen kann, I guess. Warum eigentlich nicht, wa? Ah, Leute! Das wird schön! Schützen, Grenadiere nehmen. Grenadiere haben nämlich normale Waffen, also so... Okay, da kommen Gegner. Die würde ich jetzt einfach mal verfolgen, weil die wollen bestimmt irgendwas von mir einnehmen. Gut, das hier oben kann ich... Ich kann eigentlich alles upgraden irgendwann. So, was macht ihr? Aha, schaut, schaut. Warum auch immer wollen die kleinen Pisser meine große Ölpumpe? Schuss! So, und ihr werft jetzt hier eine Granate rein. Warte. Zack. Komm. Boom. Ausgelöscht. Geil. Easy kill, first round. Wir upgraden jetzt schon mal die zweite. Nee, ich glaube, wir sollten lieber auf das gehen. Einfach welche, die sicher sind. Die zum Beispiel ist, glaube ich, relativ sicher, die zu upgraden. Hi ho! So, das hier ist die Werkstatt. Machen wir uns an die Arbeit. Ja, das ist die zweite Art, Einheiten herzustellen. Und zwar gibt es dort diese geilen Roboter, diese Mechs, wie sie hier in dem Spiel heißen. Und die sind halt... Die sind halt broken. Oh, lol. Ölvorrat und Eisenvorrat. Gönn! Verleibt es euch ein, meine Kinder! Die farmen das, die heben das halt einfach auf. Geil. Und jetzt nehmt ihr noch den Eisenvorrat. So. Gut. Ich hab jetzt irgendwie... Also, ich verstehe gerade gar nicht. Die irrsinnige KI, die macht gerade gar nicht so viel. Aha. So viel... Ach so, das sind nur Pioniere. Ah ja, okay. Okay, hier haben wir schon mal den ersten... Den würde ich jetzt einfach schon mal bauen. Der ist halt insane gegen Infanterie. Ach, guck mal, wie die hier sitzen. Die Pisser. Die farmen hier irgendwas. Schuss! Oh. Ah! Los! Spinne! Go, 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 go! Mach die weg, Bruder! Die Dinger sind halt insane geil. Kleine Spinne! Rasur betreiben! Ja, die sind halt leichtes Opfer. Schau dir das an. Gar keine Chance. Ah, okay. Hier, die Einheit zum Beispiel, die flieht. Da hat man so einen Pfeil über dem Kopf, wie ihr hier seht. Und die hat gar keinen Bock mehr. Ich würde jetzt hier vorne diesen Infanterie-Dings platzieren. Guck mal! Die verlieren ihre Ölpumpe. Nee, kämpft mal besser gegen die.
Also das wird wahrscheinlich nichts, aber ist auch egal. Gut, ich würde jetzt einfach mal... auf ein paar Bodentruppen gehen. Und dann einfach mal oben hier rum und mir die Ölpumpe holen. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei... von diesen... hier genau, von den... Nee, drei gemacht. Ich glaube, ich brauche nur zwei. Und dann würde ich einfach mal versuchen, hier oben zu pushen und diese... Okay, die sind halt RIP, das ist egal. So, hier sind noch zwei von meinen Grenadieren. Kann ich die auflösen? Die sind halt eh dead. Nahkampfangriff? Nee. Oh, shit. Okay. Es gibt keine Aufgabe, der so, dann würde ich jetzt... Ah, scheiße, die nehmen meine Pumpe ein. Nein! So, ich gehe mal nach hier oben mit meinem kleinen Roboter. Alter, schaut euch mal an, wie ehre der ist. Alter, schaut mal. Stell dir mal vor, du begegnest so etwas im Krieg. So, ihr ballert die jetzt weg. Ihr ballert die jetzt bitte weg. Ihr seid 10-mal mehr Leute, ihr macht die jetzt. Einfach rein. Mhm. Mhm. Ballert die bitte jetzt tot. Ich verkack gerade ein bisschen, die nehmen hier alles ein. Okay, der ist nicht mehr so wichtig. So, ihr ballert die jetzt weg. Shit, 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 okay. Ich schick die mal hier hin. Ich brauche unbedingt solche Roboter. So, du greifst die jetzt an. Und jetzt erstelle ich noch... So, ihr pusht jetzt hier auch hoch. Ihr pusht jetzt hier auch hoch. Und jetzt erstelle ich hier... Ja, ich glaube, das Ding ist insane. Und da pushe ich jetzt oben hoch und nehme alles ein. Oh, Kacke. Oh, Kacke. So, ich mache jetzt... Das sind panzerbrechende Kanoniere. Ne, Panzerbrecher-Kanoniere. So. Und ihr als Gruppe, ihr geht jetzt hier oben hin. Nein, ihr geht jetzt einfach, ihr ignoriert das und geht da oben hin. Oh, fuck. Geht zurück, geht zurück, geht zurück. So, Panzerbrecher-Kanoniere sind wichtig. So. Und du ballerst die jetzt weg. Boom! Schuss! Okay, und ich brauche neue Max. Ich muss das upgraden. Was mache ich denn? Ich bin so dumm. Lass mich das doch upgraden. Boom! Okay, das läuft eigentlich ganz gut. Die kriegen wir zumindest weg. Ich kann hier zum Beispiel noch so eine Panzerabwehrkanone machen. Ja, aber... Okay, einer dead. Ihr nehmt das ein, Ehre. Der müsste auch bald dead sein. Warum dauert das so lange? So, ich habe das jetzt geklaut. Und wird jetzt die hier oben einnehmen. Und du ballerst die jetzt weg. Huh, Leute, sorry, es ist gerade ein bisschen stressig. Boom! Schuss! Schuss! So, jetzt mache ich den. Der ist nochmal gut gegen Infanterie. Ja, der ballert die auch, glaube ich, schon ganz gut weg. Das nehme ich auch ein. Ich muss den einfach nur die Rohstoffe klauen. Weil dann sind die im Arsch. Dann haben die keine Chance mehr. Im Prinzip. So, ballerst du den jetzt weg, den letzten? Schuss jetzt! Danke. Okay, okay, so. Ich würde die jetzt gleich mal upgraden wollen, die Werkstatt. So, ihr nehmt die jetzt ein. Ihr klaut ihm einfach die ganzen Rohstoffe. Lauf, Bruder, lauf! Ei. Ei. Okay, das lassen wir mal in Ruhe. Okay, ich mach Panzerbrecher nochmal, weil da kommen gerade Max. Ich habe hier so eine geile Kanone. So, okay. Kann man den reparieren? Scheiße, kann man nicht, oder? Oh, nee, 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 die könnt ihr machen. Die könnt ihr machen, Jungs. Kanoniere, Ehre. Okay. So, ich schick mal die Pioniere, die Eisenmine ein. Schuss! Jetzt macht die weg, Jungs! Ich glaube, ich muss wirklich auf Max gehen. Du gehst jetzt hier oben hin. Wir müssen das hier oben verteidigen. Das ist wichtig. Kannst du das einnehmen? Nein. Okay, ich habe hier oben zwei. Ihr schickt das. Was? Die Pumpe? Nee, 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 nee. So nicht.
So nicht. Mehrere Gegner gesichtet. Okay, ihr nehmt das hier oben ein, Ehre. Okay, es ist tatsächlich ein bisschen heavy. So, du ballerst die jetzt weg. Das sind Infanterie-Mechs. Da können wir hier oben richtig gut pushen. Die bleiben wohl mal hier. Genau wegen dem. Genau wegen dem. Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Ich sehe mir das mal an. Schuss! Wer würde keine noch Schuss! Nein, was soll das denn jetzt? Oh! Oh Gott! Schuss! Schuss! So, ich nehme die Ölpumpe ein. Damn it! Ehre! Okay, ihr geht hier oben hin, Ölpumpe. Ihr nehmt die Ölpumpe ein und ihr verteidigt hier. So, da haben wir das schon mal eingenommen. Ihr nehmt jetzt hier die verkackte Ölpumpe ein! Meine Güte! So, Hauptquartier. Wer ist Anna? Das upgrade ich, dann kann ich gleich übel krasse Mechs erstellen. Okay, ich könnte das jetzt gleich hier oben upgraden. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Ich muss ihm halt alles wegnehmen. Am besten, ich nehme ihm das Öl weg, weil dann können die keine Mechs mehr bauen. So, Jungs, ihr seid jetzt auf Special Mission. Ihr nehmt jetzt die Ölpumpe ein. In Begleitung von Veteranenbot 123. Scheiße. Muss was erledigt werden? Nein, 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 verschanzt euch. Flammenwerfer! Flammenwerfer! Lauft! Lauft! Okay, jetzt könnt ihr schießen, jetzt könnt ihr schießen. Shit, 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 okay, okay. Ah! Das können sie haben. Wenn das verloren ist, ist nicht so schlimm. Ein mobiler Bunker, der Infanterie ins Kampfgeschehen bringen kann und seinen Mörser Störfeuer... Okay, Mörser, Ehre. Feindliche Rüstung gegen schwere Panzerung. Okay, gegen schwere Panzerung. Ich glaube, ich mach mal den. Wir haben das Öl gleich. Das ist super, super gut. Das ist super insane gut. Weitere Freiwillige? Dann nehmen wir die Kanoniere hier nochmal. Wie sieht der Wer seid ihr jetzt? Achso, ihr seid die scheiß Pioniere. Achso, ihr könnt reparieren. Oh, ihr könnt reparieren. Das ist nice. Meine Waffen sind okay, Ehre. Wir haben die Ölpumpe eingenommen. Ich würde jetzt einfach hier rotaten zu meiner Eisenmine. Wobei, einer geht zur Eisenmine. Und die anderen... Aha, gehen wir. Nehmen die hier ein. Du machst jetzt Schuss! Alles klar. Schuss! Schuss! Oh oh. Schuss! Schuss! Warum schießt er denn nicht? Ah, er ist ein Sniper, Junge. Er ist so ein richtiger Sniper. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Ach du Scheiße, da oben kommt richtig viel. Okay, ich habe Kanoniere, ich habe so einen Mech. Ich habe die Kanone, oder? Scheiße, okay, die haben die Ölpumpe. Scheiße, die haben die Ölpumpe. Verstanden. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe super viel anderes. Hallo da. Who are you? Du schießt jetzt den Mech ab. Du schießt jetzt den Mech ab. Ach du Scheiße, ist das heftig. Schuss! Der ist halt bald down. Okay, der ist bald down. Hoffentlich. Ah! Voll in meinen Mech reingehackt. So, du machst jetzt was auch immer das ist. Du machst ihn weg. Was auch immer das ist. Nein! Scheiße. Okay, der ist down. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Schuss. Kann ich die aufheben? Ja. Oh, 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 oh. Alter. Woher haben die jetzt plötzlich so viel Öl?
Okay, ich muss unbedingt hier oben jetzt das Eisen einnehmen. Ansonsten haben die zu viel. Oh, okay, das ist down. Jungs, ihr chillt jetzt hier kurz. Ihr chillt jetzt hier kurz. Und ihr nehmt euch die Panzerbrecher. Weitere Freiwillige. Oh mein Gott. Ihr müsst das Ding jetzt erstmal wegmachen, Jungs. Zack, Ehre. Schuss! Ja, ist nicht so schlimm. Okay, hier habe ich ein paar Einheiten. Ihr ballert die jetzt weg. Okay, die nehmen gerade alles wieder ein. Ich muss langsam mal hier was machen. Aber die kommen gerade Mac nach Mac. Das ist übel nervig. Schuss! Okay, Jungs. Flammenwerfer! Oh Gott! Mein Haus! Und wir pushen jetzt hier oben rum. Wir müssen ihm wieder das Öl klauen. Oh. Okay, und ihr pusht jetzt hier oben hin und ihr nehmt das Öl ein. Okay, ich upgrade das mal. Au, ich muss das mal upgraden. Ich bin so dumm. Das habe ich gar nicht gesehen. So, du, ist es so ein Mörser-Ding hier? Schuss! Okay, hier habe ich noch welche. Ihr ballert die jetzt wieder auf weg. Granate! Granate? Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Na endlich! Jetzt werft doch die Granate. Yeet! Granate liegt! Feuer! Oh, Alter, wurden die weggemacht. Jetzt bitte komplett einmal runterpushen. Ich würde jetzt hier erstmal noch ein paar Infanterie-Mechs machen, einfach um die abzuwehren. Oder ein Infanterie-Mech. Und der Rest geht bitte komplett nach oben und nimmt das da ein. Und der Rest ballert das Gebäude hier oben weg, damit die kein Eisen mehr bekommen. Was gibt's? Oh mein Gott, wie? Geht sofort an die Kanone. Geht sofort an die Kanone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schuss! In den Rücken! Ei! Das hat übel Damage gemacht. Macht das mehr Damage? Macht das mehr Damage in den Rücken? Ehre. Okay, die kriegen gerade hier oben die Eisenmine, ist aber nicht so schlimm. Schuss! Okay, ihr haut ab. Der ist nicht so schnell. Okay, ich muss jetzt unbedingt krasse Dinger machen. Okay, die ist bald down, Ehre. Und jetzt macht die Ölmine down. Geil! Boom! Entschuldigung! Ich brauche den. Ich will den unbedingt haben. Oh ja. So, wir pushen mal hier oben hoch. Mit den Leuten, die gerade hier sind. Hä? Waren hier noch welche von mir? Alter, Ehre. Okay. Ihr seid hier, wa? Ihr habt das kaputt gemacht. Ihr macht jetzt die Ölpumpe kaputt. Alter, er ist halt so broken. PZM11, Lovka. Der ist richtig im Arsch. Angriff! Alter, ist das Ehre? Ist das verdammt nochmal geil? So, ich hole mir jetzt ihn. Ich hole mir jetzt den PZM24 Tour, ist mir so egal. Ist die krasseste Einheit ever. So! Angriff! So, ihr ballert die jetzt weg. Dann macht ihr jetzt bitte oben die Eisenmine weg. Nice. Ich glaube, wir haben es jetzt, Leute. Ich glaube, die Nuss ist geknackt. Ich glaube, die Nuss ist geknackt. Jetzt bauen wir diesen fetten PZM. Das ist die krasseste Mech-Einheit wohl. So, den nehmen wir ein. Feuer! Komplette Feuerkraft! Stich. Warte. Stich. Alter, er schießt halt so übelste Bolzen aus seinem Unterarm. Das ist halt übel geil. Mörser! Boom. Okay, wann ist er fertig? Für Polanias Feinde bricht jetzt die Zeit der Vergeltung an. Alter. Holy shit. Okay, die haben keine Rohstoffe mehr. Das war's. Ich würde jetzt aber gerne nochmal, dass der gute Herr, dass der da oben hinkommt und einmal schießt. Das wäre so meine Voraussetzung. Ich schneide das auch gern für euch weg. Alter, was? Was für Haus? Das ist eine Pappwand. Alter, er ist so insane. Warte mal, das will ich nochmal sehen. Tut! Alter, was? Alter, ist das... Verdammt nochmal, Ehre. So ein Fetzer, guckt ihn euch mal an. So, Mr. Big Daddy ist am Start. Und damit meine ich nicht mich, sondern ihn hier. Okay.
Hauptquartier. Wohl eher Müll! Schuss auf erstmal die Kaserne, Leute. Tschüss. Alter. Schuss. Ist halt einfach gelöscht worden. Er wird halt komplett gelöscht. Jo, das war's. Gut. Au, au. Ja, Leute, so viel dazu. Das war mal wieder, das war mal die erste Runde, wo ich einfach mal Solo ein Strategiespiel zocke, unabhängig von Schlacht um Mittelerde jetzt. Ja, ich würde sagen, Iron Harvest, übel geiles Game, übel geiles Konzept. Ich glaube, die KI ist noch ein bisschen zu schlecht, habe ich so das Gefühl. Ich habe die halt jetzt problemlos weggemacht, ohne groß zu strugglen. Also, weiß nicht, da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen was hinterherballern, von der Schwierigkeit her. Die sind halt ab und zu auch an meinen Gebäuden vorbeigelaufen oder haben mich halt gar nicht angegriffen, sondern halt eher versucht, meine Gebäude einzunehmen. Ich wünsche euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Ich feiere das Game. Ich finde das Konzept übel insane. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Kuss auf die Nuss. Schreibt unbedingt einen Kommentar, was ihr zu der Serie sagt oder generell zum Thema Strategiespiel. Und ja, hat mich gefreut mal wieder. Es war mal ein anderes Video. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Kuss, bis dann. Tschüss.